Herzlich willkommen bei Hummel hilft. Mein Name ist immer noch Klaus Hummel. Heute bin ich in der Protektion bei einem Funkprüfstand. Guten Morgen, André. Hallo, Klaus. Schau mal, was ich hier habe. Ah, unser neuer Kubota 5.5. Den produzieren wir ja wie am laufenden Band. Ja, das ist ein heißes Teil. Er hat wesentliche Vorteile. Einer zum Beispiel ist die viel bessere Funkperformance und natürlich, dass er in 11 verschiedene Anschlussschnittstellen passt. Mhm. Die weiteren Vorteile könnt ihr nachlesen auf unserer Homepage unter kundis.de. Die Montage des Gerätes, das zeige ich euch jetzt in unserer Werkstatt. Tschüss, André. Tschüss, Klaus. Bis zum Mittag. So, jetzt bin ich wieder in unserer Kundis-Werkstatt. Hier möchte ich euch nun den Einbau unseres Kubota 5.5 zeigen. Als Beispiel habe ich hier jetzt zwei Kapseln, die ich hier einbauen werde. Wir haben die Techum-Kapsel hier aufgedruckt als TE1, Beglaubigungsjahr 16, Q3 2,5 als Durchfluss, dann für heißes Wasser, Gerätenummer und Artikelnummer. Alle Daten sind vorne aufgedruckt, wenn der Karton im Regal steht, aber auch oben aufgedruckt, wenn ihr den Umkarton aufmacht, sodass immer klar zu sehen ist, was ihr für einen Zähler vor euch habt. Im Inneren des Kartons findet ihr dann einen Plombierring, dann natürlich der eigentliche Zähler und diverse Anleitungen, eine Montageanleitung, eine Bedienungsanleitung und eine EU-Konformitätserklärung. Hier sind die beiden Anschlussschnittstellen für unsere Techum-Kapseln. Als erstes montiere ich die Warmwasserkapsel in diese Anschlussschnittstelle ein. Der Blinddeckel werde ich lösen. Das austretende Wasser muss ich natürlich mit einem saugfähigen Lappen auffangen. So, es kommt sehr wenig Wasser, weil natürlich der Hauptabsperrhahn abgedreht ist. Jetzt drehe ich zuerst die Kapsel nur handfest ein. Das Display wird natürlich dann in die Waagrechte gedreht und dasselbe mache ich jetzt beim Kaltwasserzähler. Zuerst die Blindkappe entfernen, das austretende Wasser auffangen. Eindrehen. Und auch hier wieder nachziehen mit unserem Montageschlüssel. Auch hier das Display wieder in die Waagrechte drehen und bevor wir die Plombierung anbringen, wollen wir natürlich prüfen, ob die Anlage dicht ist. Ich habe den Haupthahn jetzt geöffnet und habe überprüft, dass alle Dichtstellen dicht sind. Nirgendwo tritt Wasser aus. Also kann ich jetzt auch die Zähler plombieren. Bei unserem Kubota 5.5 sind Plombierringe dabei, die einfach drüber geschoben werden, bis sie einrasten und dann sind die Zähler plombiert. Dasselbe natürlich auch beim Warmwasserzähler. So. Und somit wären die jetzt plombiert. In der Praxis sind natürlich diese Anschlussschnittstellen in der Wand. Dann fehlt hier noch ein Teil, und zwar die Verblendung. Dann kommt zuerst diese Hülse drüber und dann natürlich noch der Abschlussring zur Wand. Und dann sieht der Kubota 5.5 in einem Bad so aus. Als allerletzten Act starte ich nur noch die Funktelegramme. Hierfür gibt es diesen Aktivierungsschlüssel. Wenn ich hier die Taste drücke, blinkt zuerst die rote LED und wenn dann die grüne angeht, ist das ein Feedback vom Zähler, dass er jetzt Installationstelegramme sendet. Falls ihr das vergesst,
wird der Zähler auch automatisch Installationstelegramme senden, wenn 50 Liter Wasser durchgeflossen sind. Bei unserem Q-Water 5.5 sind Standardparameter einprogrammiert. Wenn ihr etwas verändern wollt, wie zum Beispiel den Stichtag, dann könnt ihr das mit der Q-Suite und mit unserem IRTA-Kopf tun. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir den Q-Water 5.5 auslese, den IRTA-Kopf davor halte und mit der Q-Suite das Modul Q-Water 5.5 öffne und mit der Taste F3 wird die Auslesung gestartet. Der grüne Fortschrittsbalken zeigt euch an, dass die Auslesung läuft. Die Daten, die ihr hier seht unter dem Rubrik Allgemein, die Seriennummer, dann natürlich Medium, Inbetriebnahmedatum, Batterielebensdauer, auch die Artikelnummer und auch die Leckagenerkennung. Sobald eben eine Leckage auftritt und Dauerwasser fließt, wird das vom Gerät erkannt und wird auch per Funk gemeldet. Gerätedatum seht ihr hier mit der Uhrzeit und natürlich, falls ein Fehler vorliegen sollte, das Fehlerdatum mit dem entsprechenden Code. Unter Geräteinformationen seht ihr noch weitere Fakten, zum Beispiel der aktuelle Durchfluss oder die Gerätebezeichnung. Bei den Zählerständen seht ihr der aktuelle Zählerstand in Kubikmeter, in unserem Fall 5 Liter. Er zählt aber auch den Rückwärtsfluss. Ihr seht hier 3 Liter. Er zählt natürlich auch den Zählerstand am letzten Stichtag, den hatten wir noch nicht. Und der Stichtag war am 31.12. In diesem Rubrik maximaler Durchfluss wird eben dieser erfasst und auch mit dem entsprechenden Datum und der Dauer der Überschreitung. Hier die Leckage. Wenn eine Leckage ansteht, wird eben hier auch die Dauer der Leckage angezeigt. In der Rubrik Statistikwerte seht ihr einfach die komplette 13 Monatswerte in der Vergangenheit. Die Parametrierung des Gerätes könnt ihr hier vornehmen unter diesem Button und dann könnt ihr hier die Anzeigeschleife ein- und ausschalten. Ihr seht, ihr könnt den Anzeigetest wegschalten, die Prüfzahl, den Funkmodus ein- und ausschalten, wie ihr das möchtet. Natürlich könnt ihr hier auch den Funkmodus umschalten. Das Gerät steht jetzt auf S-Mode. Ihr könnt auch hier problemlos umschalten in den C-Mode. Die Stichtagsveränderung, auf dieses Feld klicke, dann könnt ihr hier mit diesem Schieberegler jeden Monat des Jahres auswählen. Sobald dann die Änderungen vorgenommen wurden, könnt ihr diese übertragen mit dem Button parametrieren oder einfach mit dem Tastendruck auf F4. Ihr habt jetzt gesehen, die Montage ist wirklich ein Kinderspiel, genauso wie die Parametrierung. Der Q-Water 5.5 ist wirklich ein heißes Teil, das euch viel Freude bereiten wird. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut auf hummelhilft.de. Dort könnt ihr auch beim Gewinnspiel mitmachen und diese Tasse gewinnen. So, Montag ist Schontag. Ich gehe jetzt heim. Tschüss, Klaus. Tschüss. Klaus, bist du schon weg? Tschüss, Klaus. Ciao. Ciao, Klaus. Danke. Tschüss, Klaus. Du mich auch. Tschüss, Klaus. Die Weiber. Tschüss. Jetzt bin ich weg.